Gabriel und Peter vom Rathof Bergheim holen seit ein paar Wochen Tag für Tag Räder ab. Bei Familien in Heidelberg, Mannheim und Umgebung. Mehr als 300 haben sie schon eingesammelt. Die Menschen geben gern. Warum wollen die ihre Fahrräder loswerden? Die haben sich E-Bikes gebracht. Das ist jetzt die zweite Tour, die wir haben. Und wir hatten jetzt schon einmal 20 voll. Und das ist jetzt wahrscheinlich die 25. Fahrräder, die wir heute haben. Das letzte. Noch ein Kinderrad. Die Räder werden bald nach Südafrika verschifft und weiter transportiert in das südafrikanische Heidelberg. Boah, das ist ja voll. Bis der Container kommt, lagern die Räder hier. Wie viele Räder habt ihr da drin jetzt? 20. Es sind oft sehr gute Räder dabei und einige haben eine lange Geschichte. Die Spender erzählen ihm das manchmal, sagt Gabriel. Hier ist grün und das war jetzt 60 Jahre alt quasi. Das hat sie gemeint, hat sie gekauft, als ich 30 Jahre alt war. Bis sie nicht mehr fahren konnte, hat sie jetzt ohne Probleme weitergefahren. Ja. Obwohl diese Spenderin so an ihrem Rad hing, sie freut sich nun, dass junge Leute auf der anderen Seite der Welt damit zur Schule und zur Arbeit fahren können und dabei Spaß haben.